Mann, jetzt geh mir nicht auf die Nerven. Vielleicht hast du das auch schon mal gesagt und da hast du dich vielleicht auch mal gefragt, was sind eigentlich die Nerven? Und da wollen wir jetzt Klarheit reinbringen und deshalb gucken wir uns das jetzt mal an. Wir haben uns ja schon mal das Gehirn angeguckt und wir haben uns schon mal das im letzten Video das Hormonsystem angeguckt. Und da kann man sagen, wenn das Hormonsystem eher so der Paketbote ist, dann ist das Nervensystem wirklich die Highspeed-Internetleitung. Damit kann man nämlich auch Informationen übertragen, aber in einer irrsinnigen Geschwindigkeit. Das heißt, das Hormonsystem und das Nervensystem sind beides so die Kommunikationssysteme unseres Körpers. Und das Hormonsystem ist eben das langsame Informationssystem, das eher so Vorgänge steuert wie Wachstum, Fortpflanzung, Stoffwechsel, solche Dinge, wohingegen das Nervensystem einfach das superschnelle Highspeed-Internet unseres Körpers ist, wo Vorgänge gesteuert werden wie Bewegung, Reflexe, Verdauung und, und. Und manchmal gibt es auch Punkte, wo beide aktiv sein müssen, zum Beispiel bei der Verdauung, wo beides eben relevant sind. Und manchmal gibt es so Schwerpunkte, wo eben eher unser Nervensystem gefragt ist und manchmal eher das Hormonsystem. Also beides Informationsübermittlungssysteme in unserem Körper. Der Unterschied ist noch, außer der Geschwindigkeit, dass das Hormonsystem rein chemisch arbeitet, mit rein chemischen Prozessen arbeitet, während das Nervensystem sowohl chemisch als auch mittels elektrischer Energie oder Signalübertragung arbeitet. Das heißt, das Nervensystem kann eben auf beide Wege zurückgreifen, arbeitet mit beidem. Es braucht auch chemische Signalübertragung, aber um diese Geschwindigkeit hinzubekommen, arbeitet es eben hauptsächlich mit elektrischer Energieübertragung. Jetzt kann man das Nervensystem unterschiedlich einteilen. Eine bekannte Einteilungsmethode ist es, per Topographie, also per Lage einzuteilen. Und da unterscheidet man zwischen dem sogenannten zentralen Nervensystem, das hast du schon mal gehört, als wir über das Gehirn gesprochen haben, und über das periphere Nervensystem. Das zentrale Nervensystem kannst du dir so vorstellen, wie wenn du einfach eine Mittellinie durch deinen Körper ziehst, dann ist alles, was auf der Körpermitte liegt, und zum Nervensystem gehört das zentrale Nervensystem, also nach Topographie, nach Lage. Also Gehirn und Rückenmark ist zentral Nervensystem, ZNS. Das periphere Nervensystem liegt jetzt abseits von der Körpermitte und endet in der sogenannten Peripherie, deshalb also peripheres Nervensystem. Endet also, ne, in den äußeren Bereichen des Gesichts, in den Armen und Beinen oder auch in den Seiten unseres Rumpfes. Das ist das periphere Nervensystem, PNS genannt. Das besteht aus 12 Hirnnervenpaaren, die wir uns im Grundunterricht auch nochmal ganz genau angucken, die nämlich super wichtig sind für diese Signalübertragung, und aus 31 Rückennervenpaaren, die eben aus dem Rückenmark austreten. In der Wirbelsäule hast du ja diese einzelnen Wirbel und da sind kleine Löcher drin in diesen einzelnen Wirbeln, und daraus treten diese 31 Rückennervenpaare aus und versorgen eben die Peripherie. Man spricht dann von einer, die innervieren die Peripherie, sorgen also dafür, dass die Peripherie auch funktionieren kann, dass du nach was greifen kannst, dass du laufen kannst und, und. Das läuft aus diesen 31 Rückennervenpaaren. Außerdem kann man das Nervensystem auch noch nach Funktion einteilen. Das findest du auch häufig, dass eben gesagt wird, wir teilen nicht nach Topographie oder nicht nur nach Topographie ein, sondern eben auch nach Funktion. Und wenn man nach Funktion einteilt, dann unterteilen wir zwischen willkürlichem und unwillkürlichem Nervensystem. Das kann man sich besser vorstellen. Die etwas schwierigere Bezeichnung ist somatisches Nervensystem und vegetatives Nervensystem. Wirst du auch häufig finden in der Literatur, da steht dann eben das somatische Nervensystem und das vegetative Nervensystem. Griffiger finde ich persönlich allerdings willkürlich und unwillkürlich, weil man sich sofort was drunter vorstellen kann. Was nämlich genau? Das willkürliche Nervensystem steuert alle bewussten Funktionen. Also, ich greife jetzt nach diesem Glas und das ist eine willkürliche Entscheidung. Ich will das machen und da arbeite jetzt mit meinem somatischen willkürlichen Nervensystem. Macht also meine Außenreize bewusst wahrnehmbar. Ich kann das willkürlich beeinflussen. Das unwillkürliche Nervensystem kann ich nicht willkürlich beeinflussen. Das steuert also unbewusste Körperfunktionen wie,
unsere Verdauung, unsere Darmperistaltik, also die Darmbewegung, oder auch unsere Reflexe. Das ist auch total sinnvoll, dass es diese Unterteilung gibt, denn natürlich will ich nicht jedes Mal, wenn ich was esse, dabei daran denken, jetzt Darm bewegen, jetzt den Magen bewegen, jetzt wieder Darm bewegen, jetzt wieder Magen bewegen, Darm bewegen, atmen, einatmen, ausatmen, darf ich nicht vergessen, Darm bewegen, Magen bewegen. Das will ich natürlich nicht. Ne? Das wäre ja Wahnsinn. Also dann wären wir ja nur noch damit beschäftigt, unsere Verdauung zu koordinieren und alle Körperfunktionen und auch Reflexe sollen natürlich nicht willkürlich ablaufen, sondern ich will, wenn mir jemand einen Ball zuwirft, dann will ich zack, schnell reagieren können, schnell ausweichen können. Ja? In einer Kampfsituation will ich schnell reagieren können, reflexartig reagieren und will nicht erst überlegen, da kommt ein Ball, jetzt muss ich gucken, dass ich mich gleich in eine andere oder die Hand hebe oder mich in eine andere Richtung bewege, am besten nach links bewege, den Kopf. In der Zeit ist der Ball schon 5-mal an meinen Kopf geknallt. Ne? Das würde nicht funktionieren. Deshalb ist es hier total sinnvoll, dass eben bestimmte Körperfunktionen unwillkürlich gesteuert werden. Zum Beispiel auch das Herz, was ein eigenes System, ein eigenes Nervensystem in sich drin hat, was gar nicht irgendwie über unser Gehirn oder über unser Rückenmark gesteuert wird, sondern was ich selber auch mitsteuern kann. Ich will ja nicht jedes Mal überlegen, jetzt Herzklopfen, jetzt Herzklopfen, jetzt Herzklopfen, jetzt Herzklopfen. Man wird wahnsinnig werden. Und es gibt auch Überschneidungen. Zum Beispiel kannst du bestimmte unwillkürliche Körperprozesse auch willkürlich beeinflussen. Die Atmung beispielsweise, die eigentlich unwillkürlich läuft. Aber natürlich kannst du sagen, ich halte jetzt die Luft an. Und dann geht das eine gewisse Zeit, bis dann wieder dieser Atemreflex kommt und das unwillkürliche Nervensystem hier wieder übernimmt. Aber natürlich kannst du bestimmte Funktionen auch willkürlich beeinflussen. Das unwillkürliche oder vegetative Nervensystem besteht aus zwei wichtigen Anteilen und das ist der Parasympathikus und der Sympathikus. Schauen wir uns zunächst mal den Sympathikus an. Der Sympathikus steht für Kämpfe oder Fliehe, Fight or Flight. Das ist unser Aktivnerv, unser Stressnerv. In der chinesischen Medizin würde man sagen Yang, Yang und Yin kennst du vielleicht. Na, das ist das Yang, das ist Energie, das ist Power. Ne, das ist der Jeremy Fragrance der Nerven, wenn du so möchtest. Also hier geht es wirklich um richtige Power, kämpfen oder fliehen. Der treibt den Körper in Stresssituationen zu Höchstleistung an. Die Prozesse, die dann ablaufen, wenn der Sympathikus aktiv ist, die kannst du auch wahrnehmen. Was passiert dann? Der Blutdruck steigt, das Herz schlägt schneller, die Atemfrequenz erhöht sich, die Atemwege werden weitgestellt, damit möglichst viel Sauerstoff eindringen kann, die Verdauungsarbeit wird jetzt eingestellt und die Pupillen werden erweitert, damit du einfach alles um dich herum wahrnehmen kannst. Hier geht es jetzt nicht mehr darum, gezielt Bewegungen wahrzunehmen, gezielt Dinge scharf zu stellen, um hier wirklich feine Dinge zu erkennen, beispielsweise, dass du Gesichtsbewegungen oder bestimmte Muster wahrnehmen kannst. Hier geht es nur noch darum, das Blickfeld möglichst zu erweitern, viel Licht einzulassen, um wirklich gut sehen zu können, im Sinne von Bewegungen gut abschätzen zu können. Es ist ein Stressnerv. Der Blutdruck steigt an. Das heißt, warum? Herz schlägt schneller, Blutdruck steigt an, die Gefäße werden hier ein bisschen enger gestellt, damit also möglichst alle Gefäße, alle Zellen gut versorgt sind mit Sauerstoff und dass das wirklich wunderbar funktioniert, damit wir in dieser Stresssituation gut arbeiten können. Die Atemfrequenz erhöht sich, damit genug Sauerstoff nachkommt. Die Atemwege werden weitgestellt, damit genug Atemluft, genug Sauerstoff reinkommt, damit das Blut perfekt 100% versorgt ist mit Sauerstoff. Warum wird die Verdauungsarbeit eingestellt? Die Energie brauchen wir jetzt nicht. Wir sind hier in einer Gefahrensituation, in einer Stresssituation. Hier ist die Verdauung irrelevant. Die kann auf später verschoben werden. Die brauchen wir jetzt gerade nicht. Hier wird die Verdauung komplett eingestellt und die Energie, die dadurch frei wird, denn die Verdauung verbraucht sehr viel Energie. Die Energie, die dadurch frei wird, die können wir jetzt in unsere Muskelarbeit, in unsere Herzarbeit, in unsere Atemarbeit packen. Und dadurch können wir eben schneller rennen, werden stärker, können besser kämpfen. Das ist also unser Sympathikus, unser Aktivitätsnerv. Demgegenüber steht der Parasympathikus, unser, nennen wir ihn mal den Chillnerv. Ja, der ist wirklich so, der ist immer lässig, immer gechillt, ja, der raucht sich auch mal gern ein. Also der ist wirklich richtig lässig unterwegs. Und der Parasympathikus bringt den Körper eben dazu, sich jetzt auszuruhen, sich zu erholen und jetzt auch Energiereserven anzulegen.
Was macht er? Die Prozesse, die hier passieren, sind, der Blutdruck sinkt, es wird wieder entspannter, das Herz schlägt wieder deutlich langsamer, die Atmung verlangsamt sich, vertieft sich ein bisschen, ne? Die Atemwege werden wieder eng gestellt, so viel Sauerstoff brauchen wir in dieser Situation jetzt nicht mehr, die Verdauung wird wieder angeregt und die Pupillen werden jetzt verengt. Jetzt ist auch wieder fokussiertes Sehen relevant und fokussiertes Sehen kann jetzt auch wieder genutzt werden. Jetzt kann man sich das Buch lesen, na, jetzt sagt der Körper, alles ist gut, die Stresssituation ist zu Ende, jetzt entspann dich mal ein bisschen und jetzt kannst du auch wieder fokussiert sehen. Na, jetzt sind die Bewegungswahrnehmung ist jetzt nicht mehr so relevant. Ne? Blutdruck sinkt, Herz schlägt langsamer, weil wir die Energie einfach nicht mehr so dringend brauchen. Na, die Körperarbeit, die Arbeit, die jetzt verrichtet werden kann, kann auch mit weniger Sauerstoff verrichtet werden, sodass also auch die Atmung verlangsamt werden kann und die Sauerstoffsättigung im Blut jetzt auch immer noch erreicht werden kann, ohne dass wir massiv viel einatmen müssen. Und auch hier können wir verdauen. Hier können wir eben, hier fängt wieder unser Magen an zu arbeiten, die Darmperistaltik geht wieder weiter und die Verdauung setzt ein. Das ist auch der Grund, warum es eine schlechte Idee ist, so Fast Food on the go zu essen. Na, warum du jetzt nicht dir den Hotdog mal eben schnell beim Laufen so reinballern solltest. Dabei ist, gerade wenn du noch daran denkst, wenn du jetzt, ich muss gleich noch zur Arbeit, ich habe jetzt bin schon ein bisschen spät dran, das muss gleich alles schnell gehen, ich habe super viel vor noch, ich bin schon am Laufen, ich habe auch noch Stress zu Hause. Dein Sympathikus ist in dieser Situation wirklich angespannt. Dein Sympathikus ist aktiv hier. Und die Verdauung funktioniert in der Situation jetzt nicht mehr so, wie sie sollte. Deshalb solltest du, wenn du dir sowas on the go mitnimmst, Essen to go mitnimmst, solltest du dich dann trotzdem irgendwo gemütlich hinsetzen, erstmal durchatmen und erstmal den Parasympathikus aktiv werden lassen, damit jetzt auch die Verdauung wieder funktioniert, damit dir der Burger, Hotdog, was weiß ich, das Brötchen vom Bäcker nicht so schwer im Magen liegt. Denn es wird nicht verdaut werden. Solange du in dieser Stresssituation bist, setzt einfach die Verdauung nicht ein. Und das ist dann der Grund, warum viele Sodbrennen bekommen, warum viele Leute Magenprobleme, Magenschmerzen bekommen, Verstopfung bekommen oder Durchfall bekommen. Auch das, na, entweder der Körper behält jetzt alles drin oder sagt alles raus. Und dann kommt es zur Durchfallsituation. Sympathikus sagt, alles rausschmeißen oder jetzt erstmal alles drin behalten, Verstopfung oder Durchfall. Da reagieren wir dann jeweils unterschiedlich, je nachdem, was gerade angesagt ist. Deshalb also hier schauen, immer eher Nahrung aufnehmen in Parasympathikusaktivität, in Ruhe. So viel zum Nervensystem. Ich hoffe, das hat dir schon mal ein bisschen was gebracht. Das gucken wir uns natürlich nochmal ganz detailliert an im Grundunterricht, aber für die Grundlagen reicht das erstmal aus. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.